Es scheint zu gehen. Es scheint zu gehen. Montana. Oh. Big Sky Country. Geil. Der Treasure State. Die Menschen haben viele Namen dafür. Für mich ist es mein Zuhause. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Es ist immer noch unglaublich schön. Vielleicht haben wir deswegen nicht gesehen, wie hässlich diese Leute waren. Guten Tag, Bruder. Du verstehst es nicht. Wir alle hielten diese Gruppe für lächerlich. Sie waren anders. Religiös. Militant. Es war eine gottverdammte Sekte. Der Kollaps steht bevor, meine Kinder. Zuerst kauften sie alle Farmen weit und breit. Dann den Radiosender. Und schon bald gehörten ihnen sogar die verdammten Cops. Eine Art souveräner Religionsstaat. Und zwar gleich hier. Vor unserer Nase. Niemand wird uns helfen. Die Regierung kümmert sich einen Scheiß. Wir sind Gott allein. Gott verlangt, dass wir die verlorenen Seelen retten, ob sie Rettung wollen oder nicht. Die Menschen wollen nicht glauben, dass solche Gruppen existieren. Die Leute haben Angst, Mann. Und einige wollen uns schaden. Einige wollen alles zerstören, was wir uns hier aufgebaut haben. Und einige werden uns verraten. Halleluja. Wir wissen nicht, zu was er fähig ist. Wer? Ihr Anführer. Joseph Seed. Sie nennen ihn den Vater. Und die in der Außenwelt sind blind. Sie haben keinen Glauben. Sie haben kein Vertrauen. Bitte nein, 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 nein! Ich zwinge sie zu sehen. Au. Oh, fuck. Holy moly. Ist das eine Drecksau? Rookie, du verschwendest nur Zeit, hier gibt's kein Netz. Alter, echt? Wir überqueren jetzt den Henbane. Oh, ach du. Oh fuck, da ist der verrückte Schweinehund. Mein Gott. Wir sind offiziell im Peggyland. Wie weit ist es noch? Weit genug, um den Plan zu ändern. Wir könnten einfach umkehren. Soll ich denn einen Haftbefehl missachten, Sheriff? Nein, Cameron. Ich will nur, dass du den ganzen Ernst unserer Lage begreifst. Joseph Seed. Das ist kein Mann, mit dem man sich anlegt. Wir hatten schon mit ihm zu tun und das lief nicht immer glimpflich ab. Und manchmal ist es besser, es gut sein zu lassen. Ja, nun. Die Gesetze gibt es nicht ohne Grund, Sheriff. Und Joseph Seed wird das auch begreifen. Brad, ich brauche Verbindung zur Leitstelle. White Horse an Leitstelle, over. Ja, ich höre. Wir nähern uns dem Anwesen, Nancy, over. Roger, Sheriff. Wollt ihr das wirklich durchziehen? Over. Jo. Wir, unglücklicherweise versuchen wir immer noch den Marshall zur Vernunft zu bringen, over. Alles klar. Er hat Glück, dass ich nicht da bin. Lasst mich wissen, wenn es Probleme gibt. Over. Over and out. Over and out. Ich hätte mir lieber Nancy mitnehmen sollen als den Neuen. Vor ihr hätten die Peggys Angst. Warum nennt ihr sie immer Peggys? Project at Eden's Gate, PEG, Peggys. So nennen sie die Einheimischen. Ja, vor ein paar Jahren fing alles ganz harmlos an, aber jetzt sind sie bis an die Zähne bewaffnet. Und zu allem bereit. Höre ich da Angst, Sheriff? Da wären wir. Das Anwesen ist unter uns. Oh Gott. Bring uns runter. Dein Ernst? Brad, verstanden. Du Scheiß. Oh, Alter, mein Flammenwerfer. Leitstelle, bitte melden. Ja, Sheriff, ich höre. Wenn du in 15 Minuten nichts gehört hast, schick jeden Mann, wenn nötig, auch die Nationalgarde. Over. Jawohl, Sheriff. Ich werde für euch beten. Besser ist. Drei Regeln. Zusammenbleiben, Waffe im Holster lassen und ich übernehme das Reden. Verstanden? Verstanden? Flucki! Alles klar, Leute! Aufpassen! Los geht's! Attacke!
Scheiße. Was tun wir uns hier an? Oh Gott. Er wird in der Kirche sein. Bleibt an mir dran. Ja, doch. Wir werden mal gucken. Warum hast du den Macker? Spinner, du! Naja. Alles cool. Augen auf. Diese Leute kriegen gleich mal einen Schreck. Ganz ruhig. Bleibt alle ganz ruhig. Oh Gott. Macht einfach euer Ding. Das hier geht euch nichts an. Alles ist in Ordnung. Gut, Gütiger, ihr tragt alle Dienstmarken, oder? Ja, hier draußen haben sie nicht viel Respekt vor Dienstmarken. Meine Waffe werden sie respektieren. Man kann nicht jedes Problem mit einer Kuh lösen, Marshall. Auf den Weg. Hier auf meine Weise. Ruhig und besonnen. Verstanden? Na schön. Halsen an die Tür, deck uns den Rücken. Lass keinen dieser Leute hier rein. Rookie, folge mir. Und du? Mach einfach keine Dummheiten. Ganz ruhig, Sheriff. Du wirst deinen Namen bald in der Zeitung lesen. Ihr Todesanzeiger, oder? Wird schon werden. Bestimmt. Etwas kommt auf uns zu. Ihr spürt Scheiße. Es, oder? Dass wir auf den Abgrund zusteuern. Und dass der Tag der Abrechnung kommt. Deshalb haben wir das Projekt begonnen. Weil wir wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden kommen. Sie wollen uns alles abnehmen, unsere Waffen. Unsere Freiheit. Unseren Glauben. Oh Gott. Aber wir lassen sie nicht. Sheriff, nur los. Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Sheriff, wir es wird keine Schmerzen mehr geben. Nur einen Scheiß drauf. Joseph Seed. Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Nun, treten Sie vor. Lassen die Hände da, wo ich sie sehen kann. Kumpel, das ist keine gute Idee. Ich glaube, komm. Da sind sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Und sie holen mich. Oh, fuck. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Einen Moment. Okay. Nimm die Hand von der Waffe. Also. Abwarten und ruhig bleiben. Ganz ruhig. Jetzt beruhigen wir uns. Was ist mit euch? Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Okay. Geht. Sagst. Los. Gott wird das nicht zulassen. Alter. Oh, gucken die grimmig. Geht ja weg. Kumpel, geh weg. Das Lamm das erste der sieben Siegel auftat und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme. Komm und sieh! Treten Sie vor! Und ich sah. Oh Gott. Und siehe. Ein fahles Pferd. Und die Hölle zog mit ihm einher. Rookie. Was? Leg den Mistkerl Handschellen an. Bist du dir sicher? Gott wird das nicht zulassen. Nee, auf gar keinen Fall. Wo lebt ihr? Was soll ich denn? Verhaften? Ist das dein Scheiß Ernst? Okay. Leg die Waffen nieder. Nimm deine Freunde. Geh einfach weg. Alter, zieh dir den mal rein. In seinen Blick. Er zieht mich in seinen Bann. Oh, ist
Komm schon, Rookie. Okay. Wir probieren's. Manchmal ist es das Beste, es gut sein zu lassen. Ubisoft präsentiert. Gehen wir. Oh fuck. Ist das dein Scheiß Ernst? Kumpel? Tut mir leid. Ich möchte es nicht. Ey, das geht in die Hose. Glaub es mir. Wow. Wir müssen verdammt nochmal hier raus. Marsch und geh vor, wir bleiben rechts. Okay. Lass mich zu. Oh oh. Das geht in die Hose. Lässt nicht zu, dass ihr mich mitnehmt. Bitte. Ich will wissen, was da los ist. Halt stille. Oh mein Gott. Hier ist alles in Ordnung. Niemand muss angerufen werden. Entfaltet sich gemäß Gottes großem Plan. Ich bin immer noch hier bei euch. Das erste Siegel wurde gebrochen. Der Kollaps hat begonnen. Und wir nehmen uns, was wir brauchen. Und wir bewahren, was wir haben. Und wir töten alle, die sich uns in den Weg stellen. Und die Toten des Untergangs werden die Wahrheit erkennen. Lass die Ernte beginnen! Wir sind so raus! Lass die Kurs nicht an! Verdammt!
raus. Wen? Oh. Okay. Alter, was ist das für ein Anfang? Ist das euer Ernst? Holy moly. Alter Verwalter. Leck mich am Arsch. Ey, geht ja gar nicht. Boah. Okay, die Entdeckungsanzeige erfüllt sich, wenn Gegner dich bemerkt haben. Wenn sie voll ist und anfängt zu blinken, wurdest du ein Isklar. Hast du dich einen Gegner unentdeckt, genährt? Dann drücke F. Alles klar. Oh oh. Scheiße. Sämtliche Ausrüstung, die es braucht. Zu keine Map, oder? Seine Knarre.
hat er doch gerade eine Waffe. Wo ist sie hin? Scheiße. Wo ist die Waffe? Hilfe. Oh Gott. Was ist denn das? Was? Weiß es nicht. Vater, the father forgives. I know it. Ich muss aber, warte mal, ich muss aber kurz. Ah, scheiße. Mein Mikro schaltet immer ab. Das will ich eigentlich nicht. So, so ist gut. Oder? Ja. So ist cool. Ja, jetzt passt so. Sorry nochmal. Sonst wäre das nichts geworden mit uns. So. Okay. Auf geht's. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Moment. Muss der quatschen. So ein Scheiß. Oh Gott. Nein. Uns. Oh, oh. Scheiße. Okay, wir versuchen hier unten lang zu schleichen. Alter, da hängt jemand. Shit.
nur weg. Oh Gott. Ich hätte es erwischt. Komm schon. Komm schon. Ja, du. Bleib mal locker. Komm schon. Sichert den Raum, Rookie. Oh, Herrgott. Ich hatte ja keine Ahnung. Fuck. Wir sperren die ganze Familie weg. Jeden einzelnen. Verdammte Psychopathen! Wir werden hier rauskommen, Rookie. Aber zuerst bewaffnen wir uns. Ui. Hier. Oh, cool. Alles klar. Wir machen das jetzt so. Die Straße da draußen. Wir nehmen die und wir fahren nach Nordosten. Es sind wohl nur ein paar Stunden zurück nach Missoula. Und dann kommen wir zurück hierher. Mit der gottverdammten Nationalgarde und wir erledigen den Rest von. Okay. Shh. Oh, lol. Wo denn? Verdammt! Du musst ja
Wie schwer ist denn das? Echt? Oh, jetzt war ich gerade überfordert. Ich bin gleich tot. Fahr einfach, Alter. Oh fuck. Ich bin gleich tot. Nicht mehr länger. Du? Weißt du, was das bedeutet? Ne. Du musst es mir gleich sagen. Das heißt, alle Straßen sind geschlossen.
Die Telefonleitungen wurden gekappt. Das heißt, das Valley ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Mhm. Vor allem heißt es, wir haben verkackt. Ist doch nicht mein Problem, oder? Oh Gott. Dieser verdammte Kollaps. Ja. Die glauben wirklich, dass die Welt untergeht. Darauf haben sie gewartet. Seit Jahren. Darauf, dass jemand herkommt, ihre Prophezeiung erfüllt und ihren gottverdammten heiligen Krieg anfängt. Genau das hast du getan. Ich? Niemals. Ey, das war der Marshall. Der ist schuld. Der ist schuld. Der Marshall. Das Klügste für mich wäre wohl, dich einfach an sie auszuliefern. Tja. Scheiße. Okay. Da bin ich. Raus aus der Uniform. Die verbrennen wir. Es sind frische Klamotten da. Los, zieh dich um. Und dann komm zu mir. Mal sehen, ob wir das wieder gerade biegen können. Mhm. Stimmt. Mm-mm. Ganz bestimmt nicht. Oh Gott, Alter. Was war das für ein Anfang? Ey, kann nicht sein. So was Hartes auch. Oh oh. Straßenparadies? Kann das sein? Bestimmt. Ach du dicke Sau. Nee. Na, aber ab. Auch nicht? Ach du Scheiße. Hm. Das sah schon mal nicht so verkehrt aus. Gleiche Sicht. Kriegen wir noch ein Bord hin? Jo. Alter. Nee. Das können wir nicht bringen. So verkehrt, oder? Das nehmen wir. Komm. Ja. Mhm. USA. USA. Okay. Okay. Okay.
dann sehen wir die schönen Haare nicht. Yeah! Das ist so cool. Genau, Bandagen. Komm. Okay. So lassen wir's. Rede mit Dutch. Alles klar. Sorry. Mein Fehler. Dutch, ich habe eine Nachricht erhalten. Schön, dass ihr die Anklage fallen lassen. Wir werden versuchen, dich im Sommer ein paar Wochen zu besuchen. Ricky will dir zeigen, wie er jetzt ohne Stützräder fährt. Aber Anna hat eine ganze Menge im College zu tun. Ich weiß, wie viel dir das bedeutet. Und deshalb werden wir auch alles versuchen, dass es klappt. Aber lass bitte dieses Gerede von wegen die Kinder zu Hause unterrichten. Okay? Das ist für mich und Anne nicht das Richtige und die Schule in der South Street ist einer der besten. Und beschränke doch die Prepping-Aktivitäten auf ein Minimum. Ich weiß, dass Ricky drauf steht, aber okay. Zu viel Text. Zu viel Text. Haben wir noch was? Kühlschrank? Bier? Nix Bier. Okay, wer das lesen will, ja, bitte, wo fliegt's? Ich lese das Nikolas vor. Lass mal so stehen. So, Kumpel. Wo bist du? Du Scheibe. Mann, das? Los, anrufen. Dutch, bist du da? Hier ist Ray Ray. Was zum Teufel ist da los? Wir hörten eine Menge Schüsse und ich schwöre, das vorhin war kein Donner, sondern eine Reihe von Explosionen. Uma dreht durch und will sich nicht beruhigen. Sind das schon wieder diese Peggys? Wie viel lassen wir uns noch gefallen? Egal, ruf mich zurück, wenn du kannst. Und pass auf dich auf. Oh, Fischies. Guck mal, Fischies. Yay. Wann bist denn du? Okay. Noch was? Was haben wir hier? Ja. Ein Glück, dass ich hier geguckt habe. Aber verrate nix. Oh. Okay. Wo geht denn das hier hin? So, Freund. Alter! Das ist ja cool. Okay.
Okay. Pass auf. Die steckt bestimmt in der Tür. Die steckt wirklich in der Tür. Ach du Scheiße. Wumm. Oh Gott. Alter. Hä? Wo ist die? Wo ist meine Schaufel? Meine Schaufel ist weg. Oh, oder? Hier. Over! Irgendwer ist False End! Bitte antworten, wenn mich jemand hört! Over! Mhm. Okay. Eli, bist du da? Das glaube ich die ganze Sitte. Hier ist Dutch. Bitte melden. Sippe. Over. Eli, sollen wir loslegen? Was? Nee. Ich habe mich da eben nicht richtig vorgestellt. Die meisten Leute nennen mich Dutch. Aha. Ich versuche mir zusammenzureimen, was da oben vor sich geht. Nichts Gutes. Nach allem, was ich weiß, leben deine Partner noch. Anscheinend wurden sie aufgeteilt. Mhm. Jeder ist bei einem anderen Mitglied von Josephs Familie. Du willst sie zurück. Verstehe ich. Von mir wurden auch Freunde entführt. Das Problem ist, es kommt keine Hilfe. Hm. Keiner weiß, was hier los ist. Und das wird sich erst ändern, wenn es zu spät ist. Es muss da draußen Leute geben, die sich gegen die Sekte wehren wollen. Wir müssen ihnen einfach nur zeigen, wie. Wir müssen einen Widerstand organisieren. Als allererstes müssen wir deshalb die Kontrolle über diese Insel erlangen. Sobald wir etwas Spielraum haben, überlegen wir unseren nächsten Schritt. In dem Safe da drüben sind eine Waffe und eine Karte. Cool. Nimm sie dir. Ich funk dich an, sobald du dich orientiert hast. Na endlich. Was? Okay, cool. Alles klar. Vorsichtig da draußen. Es wimmelt von Peggys. Diese Wichser sind bereit, für ihren Psychopathen von einem Anführer zu sterben. Das habe ich schon mitbekommen. Das ist ein Gebrüdersziel. Das ist für die Ausbildung. Ja, man glaubt, dass die Schwachen zu opfern. Mhm. Ach du Scheiße. Okay. Monsterwölfe? Was? Ja, sieht es wirklich aus, als hätte sich Zeichen so im rechten Bühnen. Die sind hier schon hier ein Mitglied bei Edens. Okay. Sind alle Psychopathen. Sollen die Alte? Okay. Das ist der Bekloppte. Project at Eden's Gate. Okay. Mhm. Diamalen. Ich wiederhole, hier ist Dutch. Eli, ich wusste, dass uns eine echt beschissene Zukunft bevorsteht. Aber dass sie so über uns kommen würde, hätte ich nie geahnt. Ich auch nicht. Ich wuchs mit der Angst auf, dass Atomraketen auf uns runterregnen. Und ansonsten hatte ich eher noch mit Erdbeben und Tsunamis gerechnet, die die Küsten entvölkern. Der sicherste Ort der Welt war doch angeblich genau hier. Im Big Sky Country. Dass das Böse sozusagen schon im eigenen Vorgarten lauert,
Hätte ich nie gedacht. Kannst du mal sehen, Freund. So. Wo kommen wir hier raus? Hier. Wo ist eigentlich unsere Schaufel? Die ist weg. Ah, so eine Kacke. Raus. Wow. Willkommen im Outback. Sieht ja cool aus. Das sieht ja cool aus. Jetzt hör mal zu. Wo ist die Map? Ah. Okay. Du hast im Grunde vier Möglichkeiten. Du kannst alle Geiseln befreien, die die Sekte genommen hat. Das sind gute Leute, die vielleicht an deiner Seite kämpfen, wenn du ihnen hilfst. Mal gucken. Du kannst das Eigentum von Eden's Gate zerstören, das quasi allgegenwärtig ist. Scheiße, allein auf dieser Insel haben sie zwei verdammte Schreine gebaut. Oder nimm Widerstandsmissionen an. Es gibt eine Menge Leute da draußen, die ihren Privatkrieg gegen die Sekte führen und sicher jede Hilfe gebrauchen können. Und wenn du wirklich kämpfen willst, dann kannst du die Sektenaußenposten einnehmen, die es hier plötzlich überall gibt. Wenn du sie befreist, kann der Widerstand so richtig Fuß fassen und gegen Eden's Gate zurückschlagen. Okay. Ich habe überall auf dieser Insel Kameras installiert. Ich melde mich, falls ich irgendwas Nützliches bemerke. Fürs Erste solltest du sämtliche Kultisten in Richtung Süden erledigen und den Bedürftigen helfen, okay? That's out. Okay. Jawohl, Chef. Senf. Oh ja. Okay. Wir können nur looten. Das ist ja cool. Nehme ich alles mit. Hier war was? Wo? Ah. Zerstöre die Wo? Hier ist einer. Ah. Ach so. Okay. Ist auch die, Oh, oh. Ist er? Ist. Oh, no. Oh, oh. Und dann? Oh, du siehst mich nicht. Wow. Okay, Kumpel. Wow. Oh, oh. Das ist echt hässlich.
jemand hier? Nö. Okay. Wie kriege ich jetzt das... Kann ich das schmeißen? Weißt du das noch? Nee. Wie kann ich einen Molly schmeißen? Ah. Interagieren, Nacke, Schweißbrenner, Angeln. Oh, wir können angeln. Cool. Werfen. Ah, alles klar. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hat keiner gehört. Nein. Hat keiner gehört. Mhm. Ich kann mich hier verstecken. Kann man in einer Kiste verstecken? Wie cool ist denn das? Alles klar. Was haben wir noch? Hier ist ein Haus. Da müssen wir mal auch gucken. Jungs, ich komme. Entdeckt. Johnson Wachturm. Okay. Alles klar. Krieg mal hin. Anscheinend nicht. Oh, oh. Ach du Scheiße. Was passiert da? Oh, oh. Die Frage ist, wie viele sind das? Das sind zwei. Diese Idioten werden's versauen. Wart's nur ab. Du musst nicht den Helden spielen, aber komm schon. Ja. Bleib mal easy. Du musst mir helfen. Hm? Warum? Kenn ich dich? Danke, Deputy. Diese bekloppten Fanatiker sind außer Kontrolle. Ich glaube, es gibt ein Prepper-Lager in der Nähe vom Bootshaus, falls du dich schützen willst. Die haben da sicher gute Ausrüstung gehortet. Mhm. Scheiße, hör zu! Ich habe gerade gesehen, wie die Sekte unten an den Docks einen Typen einkassiert hat. Wenn du ihm hilfst, wird er dir vielleicht später mit der Waffe zur Seite stehen. Ich wollte erstmal hier hoch. Okay. Jemand zu Hause? Nö. Ah. Oh, das ist der Typ. Okay. Oh. Ich hatte schon Panik. Hey, Henry. Ich bin hier am Waldrand, da, wo du das Feuer gesehen haben willst.
Ich weiß nicht, warum dieser Angeber so dicht über den Baumwipfeln fliegen musste. Aber jetzt fliegt hier sowieso gerade keiner. Diese Rauchwolke ist ziemlich dicht. Aber ich muss mir das mal näher anschauen. Was ich nicht verstehe, was treiben diese ganzen Peggys hier draußen? Keine Ahnung. Es gibt einen ganzen Haufen von ihnen im Wald. Die rufen, als ob sie jemanden suchen würden. Ich weiß nicht, ob sie damit was zu tun haben. Mir kommen sie ziemlich abgeranzt vor und... Heilige Scheiße. Hier ist gerade ein Pickup vorbeigerast. Hinten drauf saßen ganz viele Peggys mit Schrotflinten. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das war doch nix. So. Alter, bist du doof oder was? Ich kann dir gar nicht genug danken. Wo kommt der mit dem her? Boah, du Spinner. Mein Gott. Er erschreckt mich nochmal so und ich erschieße dich. Alter. Was gibt's hier? Prepper-Versteck. Geh mal hin. Juhu. Aha. Geiler Motto. Nee. Hey Mike, ich wollte das unterirdische Versteck. Aber es gab einen riesigen Rohrbruch und alles ist überflutet. Ich weiß nicht, was davon noch brauchbar ist. Wir brauchen Saft, damit die Puppe das Wasser abpumpen kann. Ich weiß, dass der Dachschalter, Alter, im Bootshaus... Das war gerade irgendwie doppelt. Keine Ahnung. Dass der Schalter im Bootshaus ist. Aber der ist abgeschlossen und du hast mir den Schlüssel nicht dagelassen. Na, warte, mein Freund. Also überlasse ich dir das. Gerwald. Alles klar. Machen wir glatt. Du brauchst also Strom. Jungspund, das ist das große Los. Ein Prepper-Versteck. Wenn du es da hineinschaffst, wartet in der Regel ein ganzer Haufen nützlicher Kram, den jemand sicher verstaut hat. Schau ruhig mal nach. Okay. Das ist wirklich alles voller Wasser. Scheiße. Strom. Hallo? Ist da wer? Ich hoffe nicht. Jemand ohne Fahrschein? Ich hoffe nicht. Oh oh. Alter, der schreit doch wer. Wir brauchen einen Schlüssel. Scheiße. Wir könnten den haben. Wo den retten? Nee. Nee, auf keinen Fall. Geht dich ja doof. Vielleicht hat der einen Schlüssel. Oh oh. Ja, warte. Euch mache ich alle.
War nicht. Wir sollten sie einfach töten. Na, warte. Bitte rette mich. Ich habe keinen Ausweg mehr gesehen. Zum Glück warst du da. Kuppel, was los? Hey, das könnte lustig werden. Hey, Deputy. Jetzt, wo du in Begleitung bist, solltet ihr zwei euch mal auf den Weg zur Waldforschungsstation machen. Da wimmelt es von Kultisten. Das ist so eine Art Depot für ihr verdammtes Bliss. Schaltet sie aus und zeigt ihnen, dass wir uns nicht mehr rumschubsen lassen. Gleich. Ich will mal angeln. War das nicht Z? Da war doch Z, oder? Angel. Jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Was? Okay. Wird wahrscheinlich nicht freigeschalten sein. Denke ich mal. Kumpel, kommst du? Jo. Unterwegs. Da ist noch einer. Okay. Dann zeig mir, was du kannst. Kann ich mich hinlegen? Ich rücke vor. Sichere das Gebiet. Müssen wir mal gucken hier. Alter, wie ist denn das? Oh Gott. Viel zu viele. Scheiße. Oh, oh. Unterwegs. Drücke G, um eine Hilfe aufzu... Okay. Alles klar. Solange eine Hilfe auf Abruf nicht entdeckt wurde, versucht sie... Alles klar. Tut der Chef. Oh Gott, das wird doch nichts. Rücke vor. Wo ist der? Scheiße. Oh fuck. Ich werde sie überraschen. Oh. Was? Ein ganzer Haufen Toter. Am Ende wirst du uns... Ich mach sie richtig platt. Oh, oh. Ich suche mir einen besseren Winkel.
Ich weiß, wie das hier enden wird. Guter Plan. Dafür wird jemand bezahlen. Oh shit. Oh oh. Ich überrasche sie. Mein Training. So endet es. Ja, kein Problem. Das Land von Sünde. Ich mach sie richtig platt. Komm rein. Heilige Scheiße! Oh. Wer schießt da aus? Deck mich! So läuft das, Baby. Ich bin jetzt da. Die Forschungsstation ist geräumt. Sehr gut. Ihr habt ihnen den Arsch versohlt und die Peggys kommen sicher nicht so schnell zurück. Und wenn du schon mal da bist, sieh dich um, ob es noch Überlebende gibt. Ich bin es nicht. Aber irgendwer wird sie aufhalten. Was? Bitte, na komm mal. Hilf mir. Du bist ein Engel. Vielen Dank. Was ist mit dich los? Hast du Schlüssel? Die Sekte treibt dich schon seit Wochen auf der Insel herum. Sieht so aus, als wollten sie eine Operationsbasis in dieser alten Ranger-Station einrichten. Mhm. Was war das? Leck mich. Achtung! Holt mich verfickt doch mal hier raus! Ich wusste, ich hätte den Job in Boston annehmen sollen. Schreit er denn? Nächstes Mal bin ich vorbereitet. Bitte was? Wer hat hier geschrien? Hat doch einer geschrien. Wo denn nur? Hier noch was? Nee. Oh Gott. Oh oh. So leicht kriegt man mich nicht. Hm. Keine Ahnung. Wir werden aber jetzt mal kurz eine Pipi-Pause machen. Und dann geht's gleich frisch munter weiter. Also, bis gleich.